ich mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich selber gestaunt. Und das, was ich Ihnen jetzt heute erzählen möchte, das sind so die Dinge, die man so zusammenträgt im Laufe von 30 Jahren. Da wird immer wieder etwas angepasst, immer wieder etwas angebaut, so dass es dann jetzt insgesamt zu diesen 5 Unterthemen gekommen ist. Wir wollen uns als erstes einmal mit einigen Tatsachen über die Bibel auseinandersetzen. Das wird auch der längste Teil von dem heutigen Abend werden. Darauf aufbauen dann, wie können wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Gibt es Anhaltspunkte, von denen man ableiten kann, dass die Bibel wirklich wahr ist? Und es gibt hier sehr gewichtige Anhaltspunkte. Dann wollen wir uns der Frage stellen, warum ist die Bibel überhaupt wichtig? Warum beschäftigen wir uns mit ihr? Warum machen wir so einen Vortrag wie heute? Und dann, wie legen wir die Bibel richtig aus? So viele christliche Denominationen, Kirchen, und alle sagen, sie glauben der Kirche, der Bibel will ich sagen. Was ist da dran? Warum kommt es zu diesen unterschiedlichen Auslegungsformen, die allerdings oft im Kern identisch sind? Und dann zum Schluss wollen wir uns noch kurz anschauen, was ist denn eigentlich die Botschaft der Bibel? Was ist ihre Kernaussage? Steigen wir jetzt ein in unseren ersten Punkt, einige Tatsachen über die Bibel. Hier am Rand habe ich Ihnen so eine Legende noch mit dabei, dass Sie wissen, wo wir in unseren 5 Punkten uns gerade befinden. Unser erster Punkt habe ich jetzt gegliedert in die Entstehungszeit der Bibel, die ersten großen Übersetzungen, dann die Häufigkeit der Übersetzung, dann das erste größere gedruckte Buch, der Bestseller aller Zeiten, dann unser 6. Punkt, von vielen geliebt, von vielen gehasst. Das ist schon ein interessanter Punkt, wenn man sich das etwas näher anschaut. Und dann dieses Phänomen Prophetie, das sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Mit dem werden wir uns auch die nächsten beiden Male dann intensiv auseinandersetzen. Dann unser 8. Punkt, die Macht der Bibel. Schauen wir uns zuerst einmal die Entstehungszeit der Bibel an, die Anzahl der Bücher, die Anzahl der Verfasser. Wir haben hier eine Luftaufnahme von Israel. Hier oben sehen Sie den See Genezareth, hier unten das Tote Meer, hier das Mittelmeer. Die kleinen weißen Flecken, das sind Wolken. Und genau hier, in diesem Land, entstand der größte Teil der Bibel. Das Land, in dem das Volk Israel Jahrhunderte, ja besser gesagt sogar Jahrtausende lebte. Insgesamt ist die Entstehungszeit der Bibel 1500 Jahre. Einzelteile sogar noch älter. Die zurückgehen wahrscheinlich bis in die Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus und dann ein Zeitraum von ungefähr 1450 vor Christus, das ist die Zeit, in der Mose begonnen hat, an der Bibel zu schreiben, bis 90 nach Christus, wo der letzte Schreiber des Neuen Testaments die Feder aus der Hand legt, der Apostel Johannes. Also insgesamt 1500 Jahre. Das Alte Testament, wenn wir von den 5 Büchern Mose ausgehen, beginnt ungefähr 1450 vor Christus. Er hat den größten Teil der 5 Bücher Mose während der 40-jährigen Wüstenwanderung geschrieben. Und dann geht es Stück für Stück, Buch für Buch bis 400 vor Christus. Und mit der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil, dem Aufbau des Landes, dem Aufbau der Stadt Jerusalem, dem Aufbau des Tempels und dem letzten Propheten Maleachi, geht eine Periode zu Ende, die wir heute das Alte Testament nennen. Und ab 400 vor Christus ist in Israel kein Prophet mehr aufgestanden. Zumindest keiner, der die sogenannte Prophetenprobe bestanden hätte. Es war auch alles gesagt. Denn die letzten Sätze von dem Propheten Maleachi lauten, man solle das Gesetz Mose befolgen und dann wird ein Prophet kommen, der Elia gleicht. Und der wiederum wird der Wegbereiter des Messias sein. Dann wird der Tag des Herrn kommen.
Und das nächste, was dann geschah, war tatsächlich das Kommen von Johannes dem Täufer, der in der Kraft des Propheten Elia kam, wie es im Alten Testament an mehreren Stellen gesagt ist, aber explizit auch im letzten, im Propheten Maleachi. Jesus lebte 3 Jahre öffentlich unter seinem Volk, predigte, lehrte, heilte und starb dann, wie es das Alte Testament auch vorhersagte, stand von den Toten auf, fuhr in den Himmel auf, dann Pfingsten und dann beginnt die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde. Das war ungefähr so im Jahr 32 nach Christus und dann so ab dem Jahr 40 bis 45, ganz genau kann man es nicht sagen, kommen die ersten Briefe des Neuen Testamentes. Es sind interessanterweise nicht die Evangelien, es ist der Galaterbrief und der Jakobusbrief, sind die ersten Briefe des Neuen Testamentes. Dann, kurze Zeit später, entstehen die ersten Evangelien, Matthäus, Markus und dann Lukas und dann ganz am Schluss das Johannesevangelium. Und ein Brief nach dem anderen wird von Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter geschrieben, bis dann Johannes, der Apostel Johannes, im Jahre 85 bis 90 nach Christus sein Evangelium schreibt, 3 Briefe und die Offenbarung und damit die Bibel abschließt. Wir werden uns noch damit ein bisschen auseinandersetzen, wie es zu dieser Einheit kam, die die Bibel tatsächlich hat. Es sind nämlich 44 verschiedene Verfasser, die insgesamt eine Bibliothek von 66 Büchern geschrieben haben. Bibel kommt ja eigentlich von dem griechischen Wort Biblia, das heißt die Bücher, das wiederum kommt vom Biblion, das Buch. Und wenn wir jetzt die Bibel vor uns haben, haben wir eine Bibliothek von 66 Büchern vor uns. Geschrieben in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Es sind 39 Bücher des Alten Testamentes und 27 Bücher des Neuen Testamentes. Wir sind jetzt heute hier, was schätze ich einmal, vielleicht so 80 bis 100 Personen. Nehmen wir einmal diese Hälfte hier. Jeder von uns bekommt ein leeres Buch mit ungefähr so DIN A4 Seiten groß, mit ungefähr so 100 bis 150 leeren Seiten. Und Sie bekommen jetzt die Aufgabe, Ihre Gedanken, was Sie meinen, was das Wort Gottes sein könnte, niederzuschreiben. Aber eine Bedingung: Sie dürfen sich nicht absprechen. Jeder schreibt für sich. Und dann nehmen wir diese 60 bis 70 Bücher zusammen, binden sie in ein Buch und überschreiben sie Neue Memminger Bibel. 27.05.2008. Und geben sie als die neue Allgäuer autorisierte Fassung der Bibel heraus, oder? Was glauben Sie, was für eine Einheit da herauskäme? Jetzt kommen wir aber noch aus demselben Kulturkreis. Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir haben ungefähr dieselbe kulturelle Prägung. Und doch würde es ein völliges Durcheinander geben. Warum ist das bei der Bibel nicht so? Diese Menschen kamen nicht aus derselben Zeit. Viele kannten sich gar nicht. Schrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren, das wäre ungefähr aus heutiger Sicht, wenn die Bibel heute fertiggestellt werden würde, 1500 Jahre, das würde heißen, der erste hätte 500 nach Christus begonnen. Man muss sich das mal vorstellen, was 1500 Jahre für eine Zeit sind. Das ist schon bemerkenswert. Auf 3 Kontinenten geschrieben, Asien, Afrika und Europa. In 3 Sprachen. Der größte Teil des Alten Testamentes in der hebräischen Sprache, die Muttersprache der Juden. Ein kleiner Teil in Aramäisch, das sich herausbildete nach dem babylonischen Exil. Eine Mischung zwischen dem Chaldäischen und dem Hebräischen. Und dann das Neue Testament in der damaligen Weltsprache in Griechisch. Soweit nur einmal kurz über die Entstehung der Bibel. Schauen wir uns nun einmal die ersten größeren